Kurze Antwort, ich habe meins mäßig mit alles in Spezialangriff und Verteidigung und Offensivweste. Weil ich denke mal, das Ding sollte so einiges überleben, aber Schlinken hat viele Varianten. Ja! Cowabunga! Goldene Schaufel, Leute! Goldene Schaufel! Here we go! Die goldene Schaufel für Pepek! Woo! We did it! Yeah! Nice! Weißt du, ich sehe nur so diese lilanen Haare, die so nach oben gegelt sind und fresh! Fresh, fresh, fresh! Nice, 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 nice. Sehr, sehr schön. Da ist sie, die goldene Schaufel. Da ist er! Du bliebst im vierstelligen Bereich. Das ist das Beste daran. Richtig. Wir haben eine 2 Euro Spende von Pudding Kill bekommen. Wieder ein schöner Shiny Sword Stream. Freue mich schon und wünsche mir viel Glück. Wünsche viel Glück so. PS. Streamt Jan jetzt auch schon bald bei euch mit? Der züchtet ihr gerade doch auch. Ja, wie habe ich vorhin gesagt, also Jan möchte ich auf jeden Fall auch mal an Shiny züchten wagen. Und da möchte ich auf jeden Fall am Start sein. Okay, Guys, was nehmen wir für einen Ball? Danke für die Spende. Was nehmen wir für einen Ball? 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 wie sieht Shiny, 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 Shiny. Wie heißt die Entwicklung? Tonkolos? Tonkolos? Tukanon. Tukanon. Tonkolos? Was ist denn bei dir los? Ich hab keine Ahnung jetzt. Okay, egal. Tonkolos. ich muss aber sagen, der Name ist super witzig. Also Tonkolos klingt da. Das könnte ein Pokémon-Name sein, muss ich ehrlicherweise sagen. Tonkolos, ey. Tonkolos, Leute. Okay, jetzt müssen wir. Leute, wenn das jetzt ein hartes Wesen hat, ja? Das wäre geil. Weil dann bin ich der König der Härte, Kappa Pride. Gott, der König der Härte. Ich meine, ich habe voll den Frosch im Hals. Also, Tukanon ist bläulich-lila. Solche ja. Blau-lila-Rot-Töne. Der Schnabel. Alter, Flottball sicherlich nicht. Der sieht super scheiße aus bei dem Vieh. Ich würde einen dunklen Ball nehmen. Tonkolos Woodface. Tonkolos. Was willst du vom Ball nehmen? Irgendwas Dunkles. Oder bläulich-rotes halt. Vielleicht sowas wie den, Superball? Also, Luxusball wäre natürlich wieder sehr passend. Der Superball wäre sogar ganz gut, glaube ich. Der ist blau, ja. Der hat so einen bläulichen Teil, weiß. Ja, doch, Superball. Superball ist gut. Superball ist okay. Superball, Leute. Bam! Der Tonkolos-Hype ist real gerade. Tonkolos! Das neue Pokémon! Tonkolos ist eine alternative Weiterentwicklung von Sedimantur. Brocolos und Tonkolos. Nein, das kann aber Level 19. Nein. Zwei Highlights, Leute. Level Up und ein Shiny. So will ich das sehen. Ist so. Pepek! Es ist männlich. Wie nennen wir das? Wir nennen ihn. Wisst ihr was? Wir nennen ihn lustigerweise sogar jetzt Tonkolos. Tonkolos? Ich nenne ihn einfach Tonkolos. Frag nicht warum. Was ist das? Tonkolos, da ist der. 420 ist übrigens gleich bei mir, ne? Nice. Und ihr wisst das, was das bedeutet, Leute, ne? Bereitet eure 420s bereit. Bereitet eure 420s bereit. Ah, endlich. So, ja. Nice. Und ich habe meinen Charakter geändert, Leute, ne? Ja, zeige ich euch gleich. Erstmal muss ich das Highlight auf meinen kleinen neuen Freund nennen. Geben. Whatever. So, jetzt hoffen wir noch. Entschieden. Das ist... Und ich für Sonne einfach... Ich mag Lunala mehr. Ach so, okay. Okay, Guys. Fingerkreuzen für ein hartes Wesen. Ich kreuze mit. Ich höre extra auf zu rennen dafür. Na, naiv. Schade. RIP, Synchro. Synchro, beste Fähigkeit, Leute. Confirmed. Und es hat Mitnahme. Bitte einmal Synchro-Lull in den Chat. Synchro-Lull. Ich mach's sogar extra nochmal mit hier. Warte mal. Ich kann's Mix spielen mit dem Wesen. Das stimmt. Ich kann's Mix spielen. Aber es hat rohe Gewalt dann als Fähigkeit. Aber es hat dann rohe Gewalt als Fähigkeit. Warte mal. Ich muss mir das Pokémon mal kurz durchlesen. Was kann Tukanon so lernen? Tukanon auf Englisch ist Taukanon oder was? Taukanon. Ja, heißt sogar so. Tukanon. Synchronize Meme. Ja, das war echt so. Also ah, Meme. Da ist Synchro-Lull. Sehr schön. Synchro-Lull. Danke dafür, Leute. Danke. Und dafür ging 2 Elixierflöten, ey. Okay. Jetzt muss, wisst ihr, ich hab jetzt eine neue Aufgabe. Ich werde aus diesen Shit-Wesen, die meine Shiny-Pokémon haben, irgendwas kreativ Geiles raushauen. So, es hat Pickup. Ja, okay, das ist die versteckte Fähigkeit und das heißt, es hat am Ende Sheer Force. Hat das Ding irgendwas, wovon Sheer Force Gebrauch machen kann? Gute Frage. Ich guck gerade. Good question.
glaube sogar nicht. Die Regel in jedem Kackwesen, was Gutes sieht. Ja, das ist halt der endlose Motivator. Motivateur in ihm. Nee, das ist mein TCG-Gen. Du kannst rein theoretisch im TCG aus jedem Kack irgendwas Brauchbares machen. Das ist dann halt nur Gimmick. So. Und halt nicht für richtige Kämpfe zu geeignet. Aber hey, warum nicht? Ich würde es gerne in solchen Kämpfen benutzen. Dann sind das halt so Fun-Pokémon, keine Try-Hard-Pokémon. Ich glaube, es ist echt nicht gut. Also die Fähigkeit ist grottig. Und allein wegen der Fähigkeit würde ich davon sogar jetzt schon absehen, leider. Ich kann speziell mit Flash-Cannon spielen. Lul! Ja, lul! Es kann auch Boom-Blast, aber ich glaube, das ist eine Zuchtattacke, oder? Deboriana, guck dir Regis Videos dazu an. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er schon ein Zuchtvideo gemacht hat, aber falls nicht, wird das auf jeden Fall noch kommen. Ja. Nee, ich kann das leider echt nicht gebrauchen, Leute. Das ist die Fähigkeit. Wenn ich die Fähigkeit nicht hätte, hätte ich es sogar echt benutzt. Hätte ich es wahrscheinlich Mix gespielt, aber so. Schade! Ein Shit-Shiny. Aber Shiny ist Shiny. Phil hat's raus. Schlinking gibt man keinen Spitznamen. Schlinking gibt dir einen Spitznamen. Also mein Schlinking gibt mir auch so liebenswürdige Spitznamen wie Sklave oder Knecht. Ja. Ja, das ist die Bürde, Leute, wenn man ein Schlinking trainiert. Entschuldigung. Wenn man von Schlinking trainiert wird. Fähigkeitskapsel klappt nicht, Guys. Klappt halt bei versteckten Fähigkeiten leider nicht. Angriff, Verteidigung, Spezialangriff und Initiative. Rein theoretisch könnte ich das echt spielen. Aber das ist dann irgendwie so ein Troll-Set, was ich bei Free for Alls benutzen kann. Regi, was hältst du davon? Wenn es Schlinking Shiny gäbe, wäre es dann Blinking? Ja, wahrscheinlich. Dann wäre es Regi Bling Bling. Regi Bling Bling, der berühmte. Geilo! Okay, Guys, Tomkolos wurde gefangen. Next Stop,